Ja, Leute, und damit ein Hallo, ein wundervolles und herzlich willkommen, diesmal unter der Woche, zu einem neuen MotoGP-Rennen. Ich dachte, wir müssen das mal ankurbeln und deswegen kommt heute, auch wenn diese Woche wenig Videos kommen, ein Video am Sachsenring. Wir sind in Deutschland angekommen und es wird Q1, Q2 und kein Warm-up geben, Rennen. Bis gleich. Voilà, ein warmes und heißes Wochenende steht uns bevor. Wir haben nämlich 23 Grad Luft, ist jetzt nicht so heiß, aber 36 Grad Strecke ist etwas heißer. Wir beginnen mal gleich mit dem Rennen oder mit dem Qualifying besser gesagt. Und holen uns mal auf die Strecke, bis gleich. Und so, zack, es geht los hier mitten in den kleinen Wäldchen, echt ziemlich schön hier in Sachsen, denke ich mal, hier in Deutschland. Die Strecke kenne ich noch von MotoGP 9 und auch teilweise von MotoGP 18, sorry. Da kamen ja auch ein paar Videos, falls ihr nicht wisst, was ich meine. Und hier, das habe ich gemeint, die Curbs in der Farbe des Landes. Und Deutschland hat es ziemlich gut hingebracht, die haben schwarz-rot und weiß, schwarz-rot und gelb. Und ach, wir werden hier ein bisschen, Alter, die Boxen hast du. Und die Box hat uns letztes Mal den Sieg gekostet. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, schaut gerne in der Playlist vorbei. Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo, by the way, da. Okay, das war jetzt eher semi. Aber ich denke mal, wir sollten es trotzdem irgendwie ins Q2 schaffen. Wenn nicht, probiere ich noch eine Runde. Aber das kann ich natürlich im Vorhinein nicht wissen, ob man, was für eine Zeit Q2 ist. Und zack. Okay. Was für nur, wie gesagt, bedingt. Bin nur ein, zwei Ründchen mal gefahren. Und sehe aber schon, man kann sehr, 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 sehr gut hier die Kurven. Okay, die Kurve. Halleluja, Stiang. Halleluja, okay. Das war schon sehr, sehr knapp an der Grenze, nicht zu fliegen. Und die geht aber jetzt mal Vollgas. Alter, Sachsenring hat so viele langgezogene Kurven, die man absolut gar nicht Vollgas fahren kann. Ja, die geht. Ah, oh mein Gott, der Berg darunter. Ja, die Strecke ist mir noch ein bisschen bekannt. Ich glaube, das ist auch die Start- und Zielgeraden, so eine Bergauf-Passage. Ja, ich bin die safe schon im MotoGP 9 gefahren, oder 7 oder 8, irgend sowas. Ja, wenn ihr nicht wisst, was ich da meine. Ich habe doch ein, zwei Videos gemacht in der Klassik, oder ich glaube, es ist Klassik, Schrägstrich, ja, so bergauf habe ich ja gesagt. Es ist Klassik, Schrägstrich, Retro Games, Playlist. Und in der Playlist 1.36 ist auf jeden Fall eine annehmbare Zeit. So, wir wenden das Ganze mal, End-Session, und schauen uns mal an, wo wir rausgekommen sind. Doch, P1, aber ganz, ganz knapp, nur mit 4 Zehntel Vorsprung. Wir sehen uns dann gleich in unserer finalen Qualifying-Runde. Aber vorher, strategietechnisch sind wir hoffentlich gut aufgestellt. Track Energy und Talent Tiles. Okay, wir nehmen vorne Soft. Und obwohl, warte mal, wie viel Soft haben wir da verbraucht? 7%. Und es werden wahrscheinlich schon 10 Runden werden. Sind aber die Mediums sind gesperrt. Das heißt, wir werden Soft und und Medium fahren hinten. Wird auf jeden Fall eine spannende Strategie werden. Und ja, Flying Lap und zack, zack. So Leute, ich hoffe, wir können uns die bestmögliche Position rausholen und vor allem auch den Sieg. Wäre natürlich schön und ich glaube, dann würden wir schon mal schlussendlich um den WM-Titel kämpfen. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch nicht in trockenen Tüchern, wir können doch so viel verlieren. Wir haben auch letztens das erste Mal nicht als Erster das Ziel bestritten. Und wenn es wirklich so gut läuft, drehen wir mal echt mal rauf auf 90 oder so. Richtig übertrieben. Und dann wird es uns schon richtig schwafeln. Und dann schaut es wahrscheinlich so aus wie in der Mega-Season, wo ich ja auch die halbe Zeit 88 oder so gefahren bin, dann auf 99 raufgedreht habe und jetzt wir hinterherfahren. Und ja, Mega-Season ist auch in Planung, oder nicht in Planung, kommt auf safe dieses Wochenende. Letzte Saisonrennen, das Highlight-Video kommt, es wird ein Highlight-Video geben, aber das wird auf jeden Fall noch nicht jetzt am Wochenende kommen, weil das ist viel zu früh, da bin ich noch nicht so weit. Ja, die Kurven, die habe ich noch nicht ganz drin, also die hat so viele Kurven, dieser Sachsenring, und vor allem auch so viele Kurven, die man nicht Vollgas oder nicht fahren kann, und deswegen wird es echt sehr, sehr schwierig, und das wird eine harte Kurve. Ja, okay, die geht sogar. 1.36.4 haben wir vorhin gefahren. Die müssen wir jetzt mal schlagen. Aber das schaut sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir hatten sogar die Kurve von vorhin schon. Oh, weit rausgekommen. Obwohl, nein, das war gar nicht so schlimm. Und jetzt geht es hier in die letzten Geraden rein. In die letzte Kurve, ehrlich gesagt, rein. Okay, ja, das war wieder mal beschissen.
aber eigentlich nicht, nein, das geht sogar. Salala, und die letzte Kurve vor Start und Ziel. Zack, früh genug bremsen und auch wieder früh genug aufs Gas. Das könnte sogar eine bessere Zeit werden als vorhin. 2, 1, zack, 1,35,8. Also auf jeden Fall sehr, sehr respektabel. Mir ist es auch ehrlich gesagt egal. Wir beenden das Ganze mal und schauen uns mal an, wo wir gelandet sind. Es ist wirklich nicht ernst. Wir haben es nur auf P3 geschafft. Und deswegen, ja, 200. Ist wurscht. Ist egal. Wir haben nicht mal die Pole geholt bis hier. Ja, okay. Willkommen, 22 Grad, ein bisschen kälter, ein bisschen wärmer, aber vorne. Und ich denke mal, Runden, wenn ich länger gefahren wäre, hätte ich vielleicht auch die schnellste Rennrunde bekommen. Aber wie gesagt, ich möchte auch mal so eine kleine Challenge machen, weil immer von ganz vorne wegfahren und dann ins Ziel fahren, ist auch sehr, sehr unnötig und sehr, sehr langweilig. Und deswegen fahren wir zu und gehen ins Starter-Grid. Wir starten von Pole Position, aber das Wichtige ist, wer wird welche Strategie fahren. Wir fahren Soft, Medium und die anderen fahren alle Medium, Medium, aber auch viele mit Soft, Soft. Und auch ein paar mit Soft Medium habe ich gesehen. Also ohne Medium, 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 Soft Medium. Also ein paar so, so, ein paar so und ein paar so. Und es gibt leider keine Picks mehr dazu. Aber Medium, Soft Medium. Also Soft Medium ist so eine Standard. Medium Soft, hinten Soft, vorne Medium. Okay. Ist gewagt. Und ja, also ist auf jeden Fall. Aber gut. Wir starten das erste Mal hier ein bisschen weiter hinten. Aber schauen wir mal, wo wir uns rausdrängen können. Das war ein sehr, sehr guter Start. Wir haben hier diesen türkisernen. Diesen Mercedes-Typen hier ausgibt. Was macht ihr so? Okay, mache ich auch. Okay, gut, hat mich weit nach vorne gebracht. Ich schieße mich hier in die erste Kurve rein und oh mein Gott, Alter, die ist scheiße. Ja, es läuft sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen. Wir können uns da kaum absetzen von dem hinter uns. Wir rutschen schon hin und her. Ja, und da ist er schon weg. Masia. Das war, ja, wir haben 3 Plätze verloren und die Strecke ist wirklich beschissen, ich kenne die absolut gar nicht und wir müssen uns hier irgendwie wieder dran robben, kommen auch irgendwie auch wieder dran und ja, okay, jetzt in Vollgas runter können wir da hoffentlich ein bisschen Windschatten uns ran robben in die nächste Kurve rein, zack, wir bremsen etwas später, kommt da trotzdem perfekt in die Kurve rein und da ist eigentlich der Exit ziemlich egal, weil die Kurve sowieso so breit ist, dass wir da auf jeden Fall irgendwie möglich vorbeikommen. Okay, ja, das war jetzt nicht so schön, aber effektiv, wir haben reingestochen und sind vorbeigekommen und hatten auch keine Berührung. Das ist sehr, sehr gut. Masia ist auf 1, hat auch die schnellste Rennrunde, 1,38. Ich habe 1,38,3, also 13. langsamer. Der Grund natürlich dieser Verbremser in der dritten Kurve. Ah, und immer eine leichte Berührung mit Masia. Alter, der fährt hier gut durch die Kurven durch. Aber hier bin ich früh am Gas, kann auch innen. Oh nein, sorry. In den Reifenstechen hat keinen Sinn, doch hat es, aber Alter, unsere Reifenstrategie ist, glaube ich, so viel Arsch, weil ich glaube, das sind jetzt schon so derbe durch. 9 Runden, also das ist mit Abstand eines der längsten Rennen. Und jetzt hier rund und jetzt endlich mal ein bisschen den Abstand rausholen, weil ich glaube, das wird ein hartes Rennen werden. Die Reifen auf 9 Runden lang am Leben zu halten, wird sehr, sehr schwierig. Weil ich vorhin auch noch Surf genommen habe. Aber das Gute ist natürlich, die Streckentemperatur ist nicht so hoch wie in Spanien beispielsweise, weil da war es so extrem heiß. Ja. Wird auf jeden Fall interessant werden, aber ich denke mal, Herausforderungen sind da, um sie anzunehmen. Und Vollgas durch. Und jetzt kommt dieser schnelle Rechtsknick, den wir auch Vollgas nehmen können und haben somit ein kleines Polsterchen von 0,7 Sekunden, was auf jeden Fall uns, ja, Gott sei Dank, ein bisschen den Arsch safe. In diesen kurvigen Strecken ist nämlich das Motorrad jetzt nicht gerade das Beste von allen. Meine Performance vielleicht jetzt auch nicht. Und deswegen denke ich mal, wir können uns hier gut sehen lassen. Wir haben schon 2x3 aufgeholt und sind wieder auf 1 gekommen. Und ja, jetzt denke ich mal, sollten wir auch die schnellste Rennrunde halten. 4 Sekunden schneller. Alter, das war sogar schneller als die Polezeit. Okay, also ich glaube, da wäre auf jeden Fall was gegangen. Zack, hier in die erste Kurve reinbremsen ist echt derbe schlimm. Und das war jetzt echt mal extrem gut. Ja, ich denke mal, da fehlt wirklich, wie gesagt, die Übung. 1-2 Runden länger und man macht. So, zack und Vollgas jetzt wieder. Ja, die Strecke ist wirklich. Ja, probiert es mal aus, wenn ihr das Spiel habt, weil. Oder wenn ihr das Spiel habt, kennt ihr wahrscheinlich die Strecken und die Punkte, die extrem schwierig sind. Und vor allem, lasst keine Kosten, das mal da. Link ist natürlich unten in der Beschreibung zum Kanal oder drückt einfach auf den Kanal. Banner drauf, der da unter meinem, ja, Video ist. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und aktiviert auch gerne die Glocke, dass ihr da kein Video mehr verpasst. Es gibt auch eine fette Playlist, das ist schon das 9. Video unserer Karriere und es ist natürlich die Road to Formel, zu Formel, genau, zu Moto 2.
Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir leider schon 2 Sekunden Vorsprung. Also ich meine, was heißt leider? Ich habe auch schon ein paar Fehlerchen drin gehabt, die mich da ein bisschen zurückgeworfen haben. Schön rausgekommen, perfekt. Und hier, zack. Und den Berg rauf. Boah, der Berg ist echt ein Wahnsinn. Aber gut gefahren. Mich ärgern nur diese Kurvenpassagen immer ein bisschen, wo viele, viele Kurven auf einmal sind. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in Runde Nummer 7 wieder. Bis dann. Sofern nichts mehr passiert, auf jeden Fall. So, eine Runde Nummer 6 und wir sind hier ganz nah an unserer schnellsten Runde dran und haben sie auch geschlagen. 1:33,7, Halleluja, 3 Sekunden fast schneller als im Training und 2 Sekunden schneller als meine Qualifying-Runde. Ich hätte locker die Pole geholt, also ihr seht, ich habe nur eine Runde gefahren und das war die Quick Lap, also ja. Und wir haben auch oben eine 0,6 Sekunden, also eine 0,6 Strafe, also 6 Zehntel. Leider habe ich die letzte Kurve einmal nicht ganz bekommen. Einen leichten Quersteher, bin da durchs Gras gefahren. Ja, leider nicht genug verzögert und deswegen haben wir gleich ein bisschen mehr als halbe Sekunden Strafe bekommen. Das ist gerecht, fair und ich meine, wenn ich meine Vorteile verschaffe, gehört es auch bestraft, muss man sagen. Oh, ja, und das hier auch. Mir gecrashen wieder hier. Obwohl ich eh nicht viel Vorsprung habe, ist es jetzt nicht besonders klug. Aber trotzdem, ich meine, ich hoffe, wir bleiben vorne. Okay, jetzt bekommen wir derbe Probleme, weil hinter uns massiert, wie der Bimbo da heißt, der überholt uns auch gleich. Ja, das ist jetzt nicht so schön für uns. Oh mein Gott, hier um die Kurve kommen, ist echt extrem schwierig. Und was nicht schwierig ist, ist auf jeden Fall den Abo-Button zu finden. Lasst gerne kostenloses Abo da. Wir haben nur noch 1,1 Sekunden, es waren mal 8, also das hat richtig was gekostet. Aber trotzdem das Game megamäßig gut gemacht. Leider die Season ist ja schon vorbei. Seit letzter 1,5 Wochen circa, also seit Sonntag vor einer Woche, war das letzte Rennen in Spanien. Aber trotzdem, bei uns ist sie lange noch nicht vorbei und ich denke mal, wir werden noch im Winter hin gute und viele Rennen bringen werden. Ich möchte natürlich in die MotoGP rein, also in die Moto 1 rein. Und das wird auf jeden Fall ein harter und steiniger Weg, aber auf jeden Fall auch ein spaßiger und interessanter, weil wir echt nicht... Oh mein Gott, Alter, was mache ich hier? Was mache ich hier? Wir sind in der vorletzten Runde und sind so in trouble, wirklich. Wir sind richtig in trouble. Oh mein Gott, es sind zwar schon wieder fast doppelt so viel wie vorhin, also wir haben jetzt 2,1, aber trotzdem wird es mega spannend, weil das Motorrad rutscht und rutscht und rutscht und hier auch in den Kurven. Ich spüre schon richtig regelrecht, wenn beim Bremsen, dass das Motorrad rutscht und ja, dass wir da richtig schon Reifenprobleme haben. Natürlich, ich meine, von einem Fall und ein paar Pro verbremsen, da ist ja nicht mehr viel Gummi vorne drauf, denke ich mal, weil, und schauen wir, wie wir hier aus der Kurve rausrutschen. Es ist nicht normal. Es ist echt nicht normal, wie uns Motorrad hier derbe nachgibt. Aber wie gesagt, wir müssen das hier ins Ziel uns bringen. Das war mir von Anfang an klar, dass das eine sehr, sehr konservative Strategie wird oder sehr, sehr, ja, ich meine, draufgängerische, ich weiß nicht genau. Und wir haben es wieder auf 1,1 geschafft. Mit diesen kleinen Verbremsern und diesen, ja, diese Kurven, wo viel gebremst werden muss oder auch, keine Ahnung, viel auf Traktion ankommt, da rutscht das Motorrad so derbe hin und her. Wirklich, das ist nicht gut zu fahren. Und ja, wir werden wieder die nächsten Male auf Medium und Hard gehen. Das ist, denke ich mal, langsamer, aber besser von der Leistung her. Und ja, die Gaps sind 1,5 Sekunden. Wir sind aber in der Final Lap und wir sind kurz davor, unseren nächsten Sieg zu holen. Nach diesem verkorksten letzten Rennen, ich meine, es war ein gutes Rennen, aber es war natürlich eine blöde Strategie von mir, dass ich dann nochmal in die Box zum Schluss fahre. Deswegen habe ich auch verdient, würde ich mal es verloren sagen, weil es war richtig unnötig, da nochmal in die Box zu kommen. Und ja, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut euch gerne das letzte Video an, oben rechts oder dann unten in der FAQ oder dann unten in der Playlist, das Rennen über diesen hier. Und ja, es schaut gut aus. Wir haben zwar eine schwache Gap von knappen 3 Sekunden, aber ich meine, wem interessiert der Abstand? Es ist nur wichtig, dass wir ganz vorne stehen
Und, na gut, mich interessiert schon ein bisschen der Abstand, weil er muss schon ein bisschen mehr als eine Sekunde sein. Oder knapp, ja, ein bisschen um die 0,7. Ja, sehr, sehr gut. Also nochmal fallen, ja, jetzt nicht so gut für uns, aber das würden wir auch überstehen. Oh mein Gott, okay. Zack, hier schön drüber. Und die letzte Kurve und dann haben wir es endlich geschafft. Hier diesen wunderschönen Sachsenring, wirklich, das ist eine gute Strecke, aber ich meine, ich hätte mir üben sollen. Trotzdem hat es gereicht für den Sieg und wir werden die Schwierigkeit das nächste Mal aufdrehen. Wir gewinnen den Grand Prix hier am Sachsenring. Was für ein megamäßig bombastisches Rennen. Final Result. 3 Sekunden haben wir dann doch nochmal rausgeholt. Leider eine kleine Penalty, deswegen waren es nur 3,6. Es waren 3,6, deswegen waren es nur noch 3 Sekunden. Und wir sehen uns dann gleich bei der Siegerehrung. Gut, und hier haben wir nochmal die Rider Champions Results. Also Lorenzo Della Porta ist auf 2 hinter uns, aber nicht mal knapp. Also das sind 68 Punkte Vorsprung. Ich weiß noch nicht mal, also es sind noch ein paar Rennchen zum Fahren. Konstrukteurswärm sind wir die Snipers. Also wir sind da auf Rang 4, kämpfen uns langsam hinauf. Das Problem natürlich, es sind nochmal knapp 100 Punkte, die ich holen muss. Und die beiden Fahrer sind eigentlich top. Also die haben beide mittelmäßig gute Teams und ja, auch eine sehr, sehr gute Leistung. Wir können uns zurecht freuen. Snipers hat uns ein extrem gutes Motorrad zur Verfügung gestellt, dass wir hier sehr, sehr gut abliefern können. Echt ein super, super Wochenende. Ich meine, wenn auch nicht ganz das Qualifying gepasst hat, hat es im Rennen dann mit trotz eines Crash sehr, sehr gut gepasst. Also seid gespannt aufs nächste Rennen und das wird dann am Sonntag tatsächlich wieder stattfinden. Freitag kommt dann noch Minecraft und ja, am Wochenende dann auch wieder die Mega-Season, das letzte Mal. Und am Sonntag dann natürlich auch noch die Hot Lab. Vielleicht am Donnerstag noch Minecraft mit einem geilen kleinen neuen Haus. Also das wird auf jeden Fall spannend. Wir kriegen fürs Weekend 4800 Punkte, also mehr wie vorher. Es gibt auch ein paar Bonis und so weiter, aber Dismiss gibt's keine. So, das nächste Mal sind wir in Tschechien mal. Schauen wir jetzt das Ganze nochmal in der Preview an. Ja, Tschechien, Monster Energy, Grand Primo, Tschetske, Republiki. Und ja, in der Weltmeisterschaft sind wir kaum einzuholen. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und ein Däumchen nach oben. Und vor allem aktiviert auch gerne die Glocke, dass ihr nichts verpasst. Für heute war es einmal. Und ja, besucht uns auch gerne auf Instagram und Twitter. Links sind unten in der Beschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.